Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Review zu diesen Manga-Promos. Wurden am Wochenende angekündigt und gab ein bisschen Gelaber, weil das eben Manga-Promos sind und bei uns in EU erstmal nicht rauskommen werden. Beziehungsweise nur in UK und aber nicht erlaubt sein werden zum Spielen. Und dann leiden natürlich wieder immer welche und heute schauen wir uns mal die Karten an und schau mal, ob es überhaupt einen Grund gibt zu leiden oder ob die Karten einfach nutzlos sind. Da haben wir als erstes Stardust Chronicle Spark Dragon. Synchro Dragon Licht Level 10. 3000 ATK. 2,5 Death. Er braucht ein Tuner Synchro Monster und ein Nicht-Tuner Synchro Monster. Also schon mal sehr schwer rauszubringen. Interesse schon mal sehr gesunken. Muss Synchro beschworen werden, kann nicht durch andere Wege beschworen werden. Einmal pro Runde. Während deiner oder der gegnerischen kannst du ein Synchro-Monster von deinem Friedhof banishen. Diese Karte ist dann unberührt von anderen Karteneffekten für den Rest des Zuges. Falls diese Karte in deiner Kontrolle zerstört werden würde, durch einen gegnerischen Karteneffekt oder durch Kampf, kannst du eines deiner gebannten Drachentyp-Synchro-Monster wählen und das Spezial beschwören. Also, ich finde den nicht so gut. Schwer rauszubringen und relativ schwache Effekte. Alles viel zu spezifisch und kannst dann auch nur ein Dragon-Type-Monster, Synchro-Monster, das gebannt ist, dann zurückholen, wenn er geht. Also alles viel zu abhängig voneinander. Ich würde ihm einfach 3 von 10 Sternen geben. Eigentlich absolut uninteressante Karte. Dann kommen wir zu dem nächsten aus einem anderen Manga. Ich glaube, wegen dem gab es einen kleinen Hype. Und zwar ist es Nummer S39 Utopia the Lightning. Licht, Warrior, Level 5, also Rang 5. Braucht 3 Level 5 Lichtmonster oder halt Utopia. Und der kann, falls er kämpft, ist er so wie Amadis. Und einmal pro Chain, während der Damage Calculation in deiner oder der gegnerischen Runde, falls er gegen ein gegnerisches Monster kämpft und Utopia als XYZ-Material hat, kannst du 2 detachen und diese Karte wird zu 5000 ATK. Effekt ist jetzt nicht überkrass, aber ganz solide. Also Amadis-Effekt ist immer gut, um zum Beispiel die Cosmo-Sachen nicht aktivieren zu lassen oder auch BA oder sowas zum Beispiel, Dante. Dann mit 5000 kommt man eigentlich über alles drüber. Also eine Option, immer auf 5000 zu gehen zu können, ist immer gut. Und den kannst du halt über Utopia drauflegen. Ist ganz gut, weil zurzeit spielt man so auch manchmal Utopia und diesen Utopia Prime, der deine Lebenspunkte auf 100 macht und dann alles banished vom Gegner und sowas. Hat Chong schon öfters benutzt, also er benutzt die Engine ab und zu, wenn er Bock drauf hat. Und das gibt halt einem noch mehr Optionen, finde ich nicht schlecht. Dann hast du mit Utopia immer 2 Optionen. Entweder den, der alles banisht, oder dann halt eben den, auf 5000 ATK zu gehen und über alles drüber zu laufen. Also der kriegt von mir 7 von 10 Sternen. Ist schon nicht schlecht. Hätte man schon spielen können ab und zu. Wäre eine Option gewesen, aber ich werde jetzt aber nicht hart leiden, weil er erstmal nicht zu uns kommt. Wir können unten in die Kommentare wie immer gerne schreiben, was ihr von den 2 Karten haltet und ob ihr es schade findet, dass die nur Promos sind und erstmal nicht zu uns kommen. Oder wie ihr allgemein davon haltet, oder was ihr allgemein davon haltet, mit diesen ganzen Promos, die wir in Europa erstmal immer nicht bekommen. Ansonsten war es das auch schon wieder. Ab morgen beginnen gibt es hoffentlich dann ein paar Videos zu den Monarchen, falls wir das hinbekommen. Sieht aber bisher eher schlecht aus, aber ich hoffe, es klappt. Ansonsten leidet nicht. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mich.